Willkommen zurück bei Jurassic World. Weiter geht's. Erste Aufnahme nach meinem Urlaub. Ihr seht es daran, dass hier das schöne neue Update reingerumpelt ist zwischendrin. Jurassic World Evolution, das gefallene Königreich-Dinosaurier-Paket. Ja, zum neuen Film quasi kam das Update. Und wir können 6 neue Dinos. Sinoceratops, Embaryonyx, Stegimoloch, der Carnotaurus und den Allosaurus. Ja, da können wir nachforschen, die können wir irgendwo ausbuddeln. Und noch eine neue Kreuzung, den Indoraptor. Ich bekomme Angst. Okay, also viel Neues. Und, ja, Maus wollte gerade nicht. Und ja, ich denke, wir werden auch einiges jetzt hier neu erkunden dürfen. Ich bin mal gespannt. Neun toten Dino haben wir auch gleich mal zum Anfang. Das ist ja gar fantastisch. Weg. Den habe ich wohl schon abtransportieren lassen. Das ist gut. Ich muss mich jetzt auch wieder erneut ein bisschen einfinden, muss ich zugeben, weil schwierig. So nach 2 Wochen, ja, nach 2 Wochen nichts gemacht und dann jetzt hier wieder gucken, wo waren wir stehen geblieben. Also was ich hier sehe, wir haben fast 11 Millionen auf dem Konto. So ganz so schlecht war es nicht mit dem Park. Ja, auch wenn man teilweise bei den Kommentaren, die unter den Videos standen, glauben könnte, dass alles dem Untergang geweiht ist und alles ja ganz schlimm ist. Ein Sturm nähert sich. Ein Sturm nähert sich. Ja, dann machen wir eben hier alle Schutzräume öffnen. Ich glaube, insgesamt sind wir so schlecht gar nicht mit diesem Park unterwegs. Ja, die Bahn hier mitten durchs Gehege gebaut, das war natürlich ein Akt, muss ich zugeben. Das war ein richtiger Akt, das hinzukriegen. Aber am Ende, denke ich, ist es doch ganz gut geworden. Was in den Kommentaren stand, ist das angeblich hier hinten irgendwas nicht geschlossen wäre. Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Dass ich hier irgendeinen Zaun nicht gebaut hätte und hier irgendetwas nicht geschlossen wäre. Ah, ja. Das meint ihr wahrscheinlich. Okay, Sekunde, dann werden wir da mal gucken. Elektrozaun. Und sehr gut, dass ich jetzt so viel sehe hier. Es ist beste Sicht, es ist fantastisch. Ist das jetzt zu? Ja, ne? Ich glaube, so kann man das jetzt lassen. Interessant ist, dass tatsächlich noch kein Dino ausgebrochen ist. Wahrscheinlich war es dort zwischen diesen Gebäuden einfach auch zu eng. Ja, wahrscheinlich war es da zu eng. So, jetzt sollten wir mal wieder nach unseren Spezialisten hier gucken, die bei jedem... bei jedem Scheißwetter meinen, ausbrechen zu müssen. Aber ehrlich gesagt... ja, da wären sie gerade grandig. Da wären sie gerade grandig. Jetzt geht die Geborgenheit also rapide runter bei denen. Die große Frage ist, warum? Das müssen wir immer noch schauen. Sozial haben wir sie jetzt in der Dreiergruppe. Eine Vierergruppe wäre ja auch noch okay. Freilassen warten wir jetzt erstmal. Also es ist, glaube ich, wirklich nur das Kackwetter. Weil ansonsten ist alles fett im blauen Bereich. Also es sind einfach schön Wetterdinos. Ja, mit Wald. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen mehr machen. Ja, wer weiß. Vielleicht könnte man noch... Okay. Was war nochmal das Transportteam ACU hier da mit T? Aufgabe hinzufügen. Na? Alles wieder safe. Wir können also auch das Ranger-Team losschicken. Nee, was waren die Ranger hier da? Ranger-Team 1. Aufgabe hinzufügen. Das Ding reparieren wir. Kein Problem. Das Ding reparieren wir auch. Doch alles ganz easy. Und die Raptoren haben sich mittlerweile auch wieder beruhigt. So, dann können wir den Dino hier freilassen. Oh, ich habe gerade schon wieder gehört, dass... Ja.
Wo würden jetzt hier noch... Wo sind die denn gerade am... Diese Kackraptoren, ey. Irgendwo wollen sie sich noch immer rausfressen. Jetzt bin ich... Sie können uns dabei helfen. Was? Wie? Wissenschaft? Moment. Nein. Sollten. Müssen Sie voll auf die Stromversorgung konzentrieren. Verbinden Sie... Verhindern Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Ja, kriegen wir hin. Hier sind sie durch. Ansonsten... Ansonsten sind sie doch wieder alle super geborgen. Alles super. Das wird schon. Das wird schon. Okay, ich kann die Schutzzentren, glaube ich, öffnen wieder. Denke mal, das funktioniert jetzt wieder alles. Also, einmal auf damit. Alle schließen. Ja, Entschuldigung für das scheiß Wetter und so. So, irgendwas ist noch kaputt. Ist was kaputt oder wie? Nee, was? Ich frage mich gerade, was jetzt noch kaputt ist. Das heißt doch, irgendwas war kaputt. Oder nicht? Warum kriege ich denn das jetzt bei M nicht richtig angezeigt? Da, das hier ist noch kaputt. Fast Food. Oh mein Gott. Der Burger ist kaputt. Ranger Team. Unterwegs so. Zur Reparatur. Auf, um die Burger zu retten. Das wäre ja sonst sehr fatal. So, jetzt mittlerweile haben wir 12 Millionen auf dem Konto. Wir können also ordentlich forschen. Jetzt, nachdem wir dieses Unwetter wieder bestanden haben. Und wir können auch ordentlich hier neue Dinos mal rauslassen. Ich würde ja sehr gerne die Pflanzenfresser noch ein bisschen vermehren sozusagen. Noch ein paar mehr rausholen. Guck mal, den Corito haben wir ja mittlerweile auch ganz gut. Kein Strom. Hat ja gut funktioniert mit der Fest. Umspannwerk benötigt Strom. Ja, das war einer eurer Kommentare. Warum hat das Umspannwerk keinen Strom? War ja einer eurer Kommentare, dass ich das überhaupt nicht brauche, sondern dass der Elektrozaun nur an einer Stelle tatsächlich Strom braucht und sich das dann verbreitet. An sich ist es sehr logisch. Ich hätte mir schwören können, dass ich... Wir machen das jetzt dafür einfach weg. Dass ich das schon mal hatte. Und dann irgendwie der Zaun angezeigt hat, hier fehlt mir Strom. Aber vielleicht hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch einfach viel zu wenig. Ja, das reißen wir ab. Na komm. Die machen wir also jetzt einfach mal fein alle weg. So. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den Zaun abreise. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was von den Kosten, die ich da hatte, beim Aufbau wieder zurück, glaube ich. Zumindest bei den Umspannwerken ist das so. So, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und dann könnten wir uns auch überlegen, wenn wir die jetzt tatsächlich alle wieder abgerissen haben. Ja, genau das nicht. Na, beim Zaun fragt er nicht nochmal nach, ne? Beim Essentiellen. Wie war das nochmal? Leertaste ist gerade kurvig. Sekunde. So. So, fantastisch. Erstmal das Fleischfressergehege einreißen. Ist immer gut, immer gut. So, dann kann man das hier wegmachen. Das hier weg. Können wir da mal wieder ein bisschen aufräumen. Und der Strom kommt ja von da. Das heißt also, die beiden hier können wir auch noch wegreißen. Jawohl. So, hier könnte man dann irgendwann vielleicht den Zaun nochmal schöner dann hier rumlegen. Hier lang. Irgendwie. Andererseits ist es auch okay, wie es ist. Es funktioniert. So, wunderbar. So, und jetzt also wird es Zeit für Forschung. Habe ich jetzt den Corythosaurus eigentlich ausbrüten lassen oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. So, Fossilien haben wir keine mehr. Das heißt, wir müssen forschen, schicken, gehen. Hier waren die ACUs, da waren die Ranger. Ich kenne mich wirklich nicht mehr aus. Forschungszentrum. Hier, Forschungen ansehen. Da können wir irgendwie auch was machen. Genetische Forschung, neues. Medizinische Behandlung gibt es neues. Gebäude-Upgrades gibt es ebenfalls neue. Okay, was haben wir denn so?
Die Trinkgelegenheiten auf der Insel wurden gelobt. Ja, siehst du? Schnellere Nährstoffzufuhr erhöht die Dinosaurierausbrütung in aufgewerteten Hammond-Entwicklungslaboren. Und hier Lebensfähigkeit um 20% erhöht. Aber den Brutkasten ist mit der Ach, die Lebensfähigkeit haben wir 1 von 3 erforscht. Okay, da geht man nochmal mehr. Und dann machen wir Ausbrüttempo. Mal gucken, was haben wir denn hier sonst noch? Unterhaltskosten, die brauchen wir nicht versenken unbedingt. Ausfallschutz, den sollten wir vielleicht nochmal... Achso, ich kann ja noch nicht mehr forschen. Genetische Forschung, da müssen wir uns auch unbedingt an alles mal angucken gleich. Medizinische Behandlung, da haben wir noch die Bakterien, da müssen wir noch machen. Da ist noch vieles, was wir forschen müssen. Und ihr habt es auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich ja auf die andere alte Insel zurück könnte und dort dann mal alles erforschen könnte und die auf Stufe 5 bringen könnte und dergleichen. Das ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Das könnten wir mal tun. So, jetzt will ich aber zuallererst schauen, ob wir hier neue Ausgrabungsstätten haben. Mal gucken. Also Allosaurier müssten normalerweise hier kommen. In der Ecke. Schauen wir mal. Da noch nicht. Dracorex. Ankylo. Rato. Ich vermute fast, dass wir da zunächst weiter forschen müssen, bis wir dann die Ausgrabungsstätte zum Allosaurus haben. Das ist fast ein bisschen schade. Ankylo und Koryto. Da würde ich vielleicht nochmal hingehen. Dass wir die noch ein bisschen ausbauen. Und dann könnten wir dort mal einen wieder ausbrüten. So, und dann schauen wir uns mal an. Hier. Was haben wir denn in diesem Gehege? Da ist echt was los. Da ist echt was los. Dracorex haben wir 1, 2, 3, 4. Und von diesen Strutiomimus haben wir 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich das richtig sehe. Also da ist echt Betrieb. Das ist schön. Das Gehege gefällt mir ganz gut. Die Raptoren zugegebenermaßen. Boah, sind echt meine Hassviecher geworden. Ne? Echt schwierig. So, ich hoffe jetzt hier, wo das repariert ist, hat sich keiner rausverirrt, dass hier eine in dem Zwischengehege sozusagen gelandet ist. Nee, das passt. Und jetzt, wo der da angegriffen hat, bin ich fast am Überlegen, ob wir hier auch nochmal einen zweiten Zaun machen. Weil die greifen schon immer an derselben Stelle an. Das hat man jetzt schon gesehen. Da müssen wir mal gucken. So. Können wir jetzt noch... Was können wir jetzt noch gut machen? Lass mal kurz schauen. Die Kraftwerke mit ihren Upgrades. Da habe ich jetzt noch keinen weiteren Slot. Was den Strom betrifft. Wo sehe ich das nochmal? Moment. Das war hier, ne? Verwaltungsansichten. Stromproduktion, Strombedarf. Ja, wir könnten den Ausfallschutz erhöhen. Wir könnten den Ausfallschutz erhöhen, aber dann müsste ich ein weiteres Kraftwerk bauen, weil die ganzen Boni, die wir auf die Stromproduktion haben, gerade so dafür sorgen, dass wir über der maximal nötigen Strommenge sind. Schwierig. Also ich glaube, das lassen wir erstmal so in den Kommentaren. Da stand ja auch von euch, dass ich da vielleicht da mal ein Upgrade reinsetzen sollte für die Ausfallsicherheit, aber ich glaube nicht, dass uns das jetzt an der Stelle gerade hilft. So, das Grabungstempo sollen wir anwenden. Sehe ich da unten gerade noch eine Quest? Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Sensationell. Ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Gefährlich. Klingt gefährlich. Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Hören Sie genau hin. Hören Sie es? Ah, da. Ich glaube, das war er. Mein exakter Wortlaut. Ihnen wird in Kürze ein kranker Dinosaurier auf dem Luftweg zugestellt werden. Wir müssen die Art der Krankheit ergründen und ein Heilmittel finden, doch zuvor müssen wir die Anlage entsprechend darauf vorbereiten. Stellen Sie zuallererst sicher, dass Sie sowohl über einsatzbereite Ranger als auch über ein betriebsbereites Forschungszentrum verfügen. Beides haben wir auf
jeden Fall am Start. Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder einfach nur neidisch ist. Vielleicht beides. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Ranger-Team. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Ich forsch mal auf Bedarf. Auf Verdacht. Das kann ich noch nicht. Weniger als eine Minute verbleiben, aber weniger als eine Minute kriege ich auch einen kranken Dino hier, ne? Und mittlerweile sind schon zwei. Da ist auch noch einer krank. Ne, das läuft ja gerade richtig gut. Aufgabe erhalten. Wären sie alle krank gerade, obwohl der noch gar nicht da ist. Diplodocus kriegen wir einen Kranken hinzu. Okay, bei den Fossilien haben wir eine Kure reinbekommen. Forschung abgeschlossen, werden wir dann gleich machen. Ankylosaurus, DNA extrahieren. DNA extrahieren, das Ding kann man verkaufen. Das müssen wir jetzt gerade noch schnell machen. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Forschungen ansehen, medizinische Forschung. Bitte forschen. So. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. 3 Minuten lang sollen keine Gäste von Fleischfressern getötet werden. Schauen Sie sich mal 3 Minuten, das... Fantastisch. Sehr gut. Nee, krieg ich hin. So, hier, liebes Ranger-Team. Unten ist noch einer krank. Weiß nicht, ob das mittlerweile ein weiterer ist oder... Die scheinen noch nicht so ganz fertig, oder? Ja, doch. Dinosaurierlieferung. Diplodocus wird an ihren Park geliefert. Sind Sie bereit, ihn um $200.000 zu transportieren? Dinosaurier transportieren. Ja, ist in Ordnung. Ach so, wo er hin soll? Soll ich jetzt wählen? Ach du Gott. Scheiße. Hey, wisst ihr was? Wir machen den hier vorne. In unsere Ausbrüt-Ecke. Da sollte er hoffentlich keinen anstecken können. Ich meine, es ist ein Diplodocus. Ich weiß, der braucht eigentlich Platz. Ich glaube, das ist jetzt keine so gute Idee. Kriegen wir hin. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Kriegen wir hin. So, und jetzt müsste ich nochmal gucken nach diesem kranken... Da. So, irgendwie hat das nicht gewirkt oder es ist ein weiterer krank geworden. Also, Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen, zack. Anfrage bestätigt. Mach den Armen doch mal gesund. Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Es ist alles. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Futterquelle hat. Sorgen Sie dafür, dass er Zugang zu einer Wasserquelle hat. Okay, das mit der Futterquelle ist in der Chart... Produkt transportiert. ...so eine Sache. So. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duer haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ja, bin ich schon bereits dabei. So groß ist der gar nicht. Ich hätte gedacht, der Diplodocus wäre jetzt echt so ein Riesenmonster. Aber das geht. So. Ja, Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Lege weitere Aufgabe fest. Den können wir behandeln. Ich habe jetzt aber wirklich... Ich habe jetzt aber wirklich die ganze Zeit hier kranke Viecher. Das ist... Bestätigt. Sehr, sehr blöd. Die Gastzufriedenheit geht runter. Das ist wiederum nicht gut. Da müssen wir uns dann auch demnächst jetzt drum kümmern. Aber
Auftrag Job erledigt, wenn es nach mir geht. Okay, hier haben wir jetzt ein neues Forschungsdings. Irgendwelche Parasiten, medizinische Behandlung. Kryptosporio... Ach Gott. Ja, die Parasiten. Die Bösen. So, die hauen wir raus. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob wir das nicht einfach mal in einem Livestream machen. Dass ich da den anderen Park dann einfach auf 5 Sterne bringe, sozusagen. Alle möglichen Forschungen abschließe. Dass wir da einen großen Livestream machen. Könnte vielleicht auch heute Abend. Heute, Dienstag? Wo diese Folge kommt, könnten wir machen. Bin ein bisschen angepisst über die ganzen kranken Dinos. Warum? Warum kriegen wir diese Krankheiten nicht in den Griff? Nachschubanfrage erhalten. Eindeutig zu viel, vielleicht zu viel Dinos in zu kleinem Gehege. Dass ich bevor die den Dino heilen können. Ja, guck, da kommt schon der nächste. Einverstanden. Füge Aufgabe hinzu. Bestätige Aufgabe. Das ist echt der Hammer. Das heißt, wir müssen die jetzt hier direkt abfangen. Können den ja auch mal steuern, ne? Aber da kommt schon der nächste. Da kommt schon der nächste, genau. Der macht den, das ist gut. Und dann sollten wir es hoffentlich geschafft haben. Forschung abgeschlossen, wunderbar. Das haben wir dann auch. Jetzt müssen wir nur noch den Diplodocus da oben heilen. Und noch irgendeine Futterstation auffüllen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Wie geht's ihm so? Gesundheit 67%. Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Verstanden. Zack. Kriegen wir noch hin. Und irgendeine Futterstation ist auch noch leer. Ne, das ist das. Hier oben ist eine leer. Alles klar. Ranger, dann hinzufügen. Zack. Ist unterwegs. So, mit dieser Isolationshaft sozusagen hier läuft das eigentlich ganz gut. Jetzt muss nur noch der Ranger schnell genug dahin kommen, zugegebenermaßen. Der Weg ist recht weit. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das schaffen wir. Wie viel hat er noch? 60%, ja, locker. Und noch ein Antibiotika. Komm schon. Jawohl. Und noch eins. Sieht schick aus. Ja, Borgenheit ist sehr gering. Nicht, dass der gleich anfängt hier zu randalieren. Aber ich glaube, er ist geheilt, ne? Er ist geheilt. Was? Ankauf von Granten Metriakant. Ach, du ahnst es nicht. Warum? Na gut, okay. Pass mal auf. Wir machen das Tor auf. Damit der Dino da raus kann. Und wir müssen dann hier das Ding abreißen. Und dafür sollten wir zusehen, dass wir ihm hier vielleicht irgendwo so eine Futterstation mal hinbauen. Nee, nicht Landschaftsgestaltung. Sondern hier Gehege, Futterstation. Hier so, ne? Bin ich mal gespannt, ob er dann da rauswandert. Da geht's zu den Fleischfressern, da ist doof. So, das mit der Geborgenheit, das gefällt mir jetzt leider so gar nicht. Er braucht mehr Grasland. Er braucht mehr Wald. Er braucht mehr alles. Und er braucht mehr sozialen Bestand. Alles nicht so gut. Wenn der jetzt ausbricht, habe ich so ein Problem. Wäre also echt schön, wenn er da rüber in das andere Gehege käme. Was könnte man machen? Wir könnten... Transport, ACU-Helikopter, Aufgabe hinzufügen, betäuben. Lege weitere Aufgabe fest. Jeder jetzt randaliert, sollte ich ihn lieber gleich betäuben und dann darüber transportieren. Aber ich glaube, der findet den Weg jetzt nicht.
Und dann müssten wir gucken, den zweiten Diplodokus auszubrüten, aber da sind wir noch weit von entfernt. Habt ihr nämlich noch gar nicht erforscht. Machen wir das jetzt nämlich so, Tor schließen. Ja, jetzt sind wir im negativen Bereich, im schlechten Bereich, wo der ein wenig sauer wird. Hm. Wie ist das so mit die Helikopter? Auch viel zu weit weg. Und in 20 Sekunden kommt schon der nächste. Fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Da liegt er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Transport. Zack. Du kommst dann direkt vors Futter geworfen, damit du siehst, dass es hier eigentlich ganz schön ist. Dinosaurier, geben Sie mir 2 Minuten. Dass es hier eigentlich ganz schön ist. Dahin. Produkt muss eingesammelt werden. Oh, sie geben mir auch wirklich genau 2 Minuten. Das ist ja sehr nett. So, dann wird er jetzt aufgegabelt und ich hoffe, dann fühlt er sich in diesem großen Gehege dann richtig wohl. Und wir müssen allerdings echt zuschauen, dass wir dann den Diplodokus erforschen quasi. Das heißt, ich müsste dann mal Forschungsteams losschicken. Petitionskarte ansehen. Wo war denn der Diplodokus zu Hause? Das habe ich jetzt natürlich gerade gar nicht auf dem Schirm. Könnte sein, dass der drüben im asiatischen Teil war. Lass uns mal schauen gehen. Ilofo? Ilofo? Den Diplodokus haben wir noch gar nicht. Kann das sein? Dass wir den noch gar nicht erforscht haben. Oder ich bin blind. Beides möchte ich nicht ausschließen. Nee, das sieht nicht gut aus. Das heißt, da müssen wir auch erst gleich den ersten Park irgendwie auf eine höhere Forschungsstufe bringen oder dergleichen. Ich weiß es nicht. Schwierig. Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Ja, hier machen wir alles. Warum geht die Gastzufriedenheit immer weiter runter? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Genom ist, aber wenn es neu ist, gefällt es mir. Also, ist es neu? Ja? Perfekt. Produkt zugestellt. Viele, viele Baustellen. Viele, viele Baustellen gerade. Gastzufriedenheit ist schlecht, weil Einkaufsbewertung immer noch mies ist, aber sonst ist es doch echt gut. Spaßbewertung und Einkaufsbewertung. Warum ist die Spaßbewertung so niedrig? Transportieren. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ich habe keine Ahnung, was ein Metricanthosaurus ist. Was hängt denn da dran? Was bist du denn? Sieht nach einem Fleischfresser aus, oder? Kann das sein? Ja. Naja, lass fallen. Kriegen wir alles hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir an denen auch noch ein bisschen rumdoktern. Bis dahin, macht's gut und ciao.